High Intensity Training, hochintensives Training, das verbrennt extrem viel Fett, aber nicht in den 30 Minuten, in denen ich im Studio bin, sondern ich habe einen Afterburn-Effekt, einen Nachbrenneffekt. Warum habe ich das? Nun stellt euch vor, euer Zellprogramm ist noch uralt, ja, und ihr kommt von der Sammelaktion wieder. Ihr habt jetzt geerntet und habt zwei Kisten Äpfel, die ihr nach Hause tragt und sagt, guck mal, hier haben wir wieder was zu fressen. Dann wird sich der Körper anders entwickeln, als wenn ihr sagt, ey, auf dem Weg nach Hause, du glaubst es nicht, wurde ich vom Säbelzahntiger gejagt und ich bin überall rübergesprungen, überall hochgeklettert, ich bin um mein Leben gerannt und der Körper merkte irgendwie, oh, der Arsch ist ganz schön fett und der Bauch auch. Und wenn das morgen wieder so der Fall sein sollte, dann bist du das Fresschen für den Löwen oder den Tiger. Also musst du dünner werden und dann wird erst der ganze Stoffwechsel in Gang gesetzt. Muskelaufbau, Kraftaufbau, Fettverbrennung. Aber nur dann, wenn ihr dem Körper vorgaukelt, dass euch ein Löwe gejagt hat und nicht, dass ihr heute bei der Arbeit wart und es war auch schon ganz schön anstrengend. Also reißt euch den Arsch auf, denn je härter ihr trainiert, desto kürzer könnt ihr trainieren. Ich rede von 20 Minuten.